dann hast du einen Diamanten des Energiegebens, des Wertvollseins, der Selbstsicherheit. Ja, hallo, heute etwas ganz Besonderes für mich. Im Rahmen meines Social-Media-Auftrittes, meiner Nachhaltigkeit, meiner Vorträge und Seminare, die ich privat, aber auch für die Barma gebe, mache ich heute erstmalig eins. Ihr alle habt wahrscheinlich schon meinen Newsletter erhalten und ich habe euch in diesem Newsletter, als ich den geschrieben habe, versprochen, dass ich mal 3-4 Minuten ganz schnell, ganz grob, aber doch vielleicht auch sehr verständlich euch dieses wunderbare Tool erkläre aus dem NLP, also aus der neurolinguistischen Programmierung, ist eine Therapieform aus Amerika entwickelt, heute mittlerweile ein absoluter Renner mit ganz, ganz tollen Themen. Und eines meiner Themen in der Ausbildung hat mich gerockt, The Moment of Excellence. Was steckt dahinter? Ich habe es euch erklärt in der Geschichte, ganz kurz für die, die den Newsletter noch nicht gelesen haben. Als ich knapp 23 war, als Fußballprofi bei Motosul, holte man mich vom Trainingsplatz. Mein Sohn, der Tobias, damals 3 Wochen alt, war zur ersten Mütterberatung oder U1 oder U2-Untersuchung. Und da kam so eine Diagnose, ihr Sohn ist wahrscheinlich blind, weil er irgendwie auf eine Lampe nicht reagiert hat. Einen Tag später waren wir schon in der Augenklinik. In der Augenklinik nach einer Tagesuntersuchung haben wir Dinge gehört. Diagnosen wurden gestellt. Also wir wurden immer schwindlicher, immer unsicherer, immer unglücklicher. Auf jeden Fall eine ganz, ganz schwere Zeit. Und jetzt spanne ich mal den Bogen von 1987 auf 2006. So hat es zumindest in der Geschichte auch den Wortlaut. 2006 saß ich in Sonneberg zur Abi-Feier von meinem Tobi. Und ich wusste, es ist ein ganz besonderer Moment. Eine Woche vorher war ich beim NLP-Seminar, hatte vom Moment of Excellence gehört und ich habe diesen Tag, nämlich die Abi-Zeugnisübergabe für meinen Tobi, einfach genossen, mit allen Sinneskanälen gefühlt und da bin ich fast schon beim Thema. Er stand im weißen Anzug als Moderator des Tages da vorn und hat sein überdurchschnittlich gutes Zeugnis in den Händen gehalten. Und dann sitzt du als Vater da und bist stolz. Warum? Weil die Vorgeschichte war eine andere. Von der Geburt und von der Diagnose bis hin zum 19. Lebensjahr, da liegt eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit dazwischen. Und dann steht der Typ da vorn und du bist stolz. Und das wusste ich. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe vorher schon gesagt, bitte sprecht mich nicht an. Und ich habe ganz bewusst diesen Moment, und deswegen habe ich dieses Bild auch gemalt, auf all meinen Sinneskanälen infiltriert. Wenn ich heute dran denke, sehe ich die Bilder. Wenn ich dran denke, habe ich das Gefühl des Stolzes und der Sicherheit und des Selbstwertes, weil ich ihn auch auf diesem Weg begleitet habe. Ich weiß noch, wie der Geschmack in meinem Mund war nach dem Abendbrot oder nach dem Getränk, das ich gerade getrunken habe. Ich höre noch die Klänge seiner Stimme auf dieser Bühne und ich rieche auch den Duft in dieser Festhalle. Es war warm, es war keine schöne Luft, aber wenn ich heute dran denke, fühle ich mich genauso wie damals. Und das Allergrößte ist, ich sitze da im Saal, sehe diesen jungen Mann da vorne stehen mit seinem Zeugnis und ich komme in einen Moment der bedingungslosen Liebe. Und all diese Dinge, die ich jetzt erklärt habe, kann ich Jahre später natürlich reflektieren, mir sie wieder ins Bewusstsein ziehen und vor allen Dingen ins Gefühl bringen. Und es ist fast schon, wenn du NLP und The Moment of Excellence mal für dich testen möchtest, das ist ein bisschen, gehört ein bisschen Übung dazu, aber wenn es dir einmal gelungen ist, wie es mir gelungen ist, diese Emotionen aus der damaligen Zeit so abzuspeichern, so tief zu haben und sie dann mit einem körperlichen Anker verbindest, dann hast du einen Diamanten des Energiegebens, des Wertvollseins, der Selbstsicherheit, des Mutes, der Klarheit in dir. Und du kriegst immer dann Energie nur über einen körperlichen Anker, weil Folgendes passiert. Stellt euch mal vor, ich male das mal hier unten ganz leicht einfach mal hier hin. Das war das Abitur von Dobi. Und in diesem Moment, wo ich in dieser Gefühlswelt war, habe ich diese Gefühlswelt auf allen Sinneskanälen intensiv gespürt und habe einen Anker gesetzt über meinen Körper. Und ich habe mich damals für die Bäckerfaust entschieden. Solltet ihr mich irgendwann mal live erleben oder irgendwo treffen und mich dabei erwischen unter dieser Geste,
diese Faust hier zu machen, wisst ihr, jetzt braucht der Thomas gerade Energie. Ich habe das so oft probiert und so oft geübt, dass ich heute, ohne über die Situation nachdenken zu müssen, egal welche Aufgabe vor mir steht, über diese Faust total klar bin, mutig bin, selbstbewusst in eine Aktion gehe und glaube, ich kann es leisten. Und wenn ihr dazu Interesse habt, kontaktiert mich über E-Mail. Es gibt schöne Bücher dazu, um sich diese Technik anzueignen. Ich wollte euch einfach nur auf diesem kurzen Weg heute noch ein paar Impressionen mitgeben, weil es gibt kaum etwas Wertvolleres, an seinem Körper auf einen Knopf zu drücken und von jetzt auf dann aus der Trauer in die Freude oder aus der Trauer in die Begeisterung oder aus der Angst in die Überzeugung oder wie du auch immer den Bogen schlägst, zu kommen. Die Technik ist wunderbar, ich liebe sie und seit einigen Jahren gebe ich sie auch vielen Freunden, Bekannten, aber auch Seminarteilnehmern oder Vortragsteilnehmern weiter. Und sowas braucht es in der heutigen Zeit, weil die Herausforderung ist riesig und wie schon gesagt, am besten wir sterben mit 100 gesund. Und wenn möglich bei unserer Lieblingsbeschäftigung. In diesem Sinne, nutzt das einfach mal als kleinen Einstieg. Ich mache da auch heute einen Test mit meinem Kumpel. Wie wirkt es? Ich weiß noch nicht, was am Ende dieses Videos rauskommt. Ich freue mich aber trotzdem drauf. Und ja, wer neugierig ist, wie schon gesagt, schreibt mir ein Mail. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, euer Rossi. Happy Time.